einer unserer Bars. Jetzt in meinem Club Belvedere. Geöffnet, weil es eigentlich immer mehr für Abendveranstaltungen ist. Aber was auch ganz klassisch ist in der Club Belvedere, ist so dieses ja, schön Afternoon-Tea, schön Kaffee und Kuchen trinken. Da gehen Gäste gerne hin, weil man hat einen wunderschönen Panoramablick. Man kann jetzt nicht draußen sitzen, das geht aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Schiff hier vorne. Aber man setzt sich hier schön hin. Gemütlich ist auch der Ort für die Gäste, die einfach auch mal ein bisschen Ruhe suchen, weil schön gemütlich die Zeitung lesen möchten. Und wie gesagt, die Bar hat dann auch in Öffnungszeiten, wie es im Tagesprogramm steht, dann geöffnet, ist aber meistens frühestens am Nachmittag. Abends finden hier auch so kleine Veranstaltungen statt. Wir haben ja auch eine sogenannte Europa-Lounge, die schauen wir uns noch an, wo mehr so größere Veranstaltungen sind. Aber wir haben gerade auf der Europa sehr viele auch klassische Konzerte, auch im kleinen Bereich oder auch mal eine Lesung. Wir gehen dann müssen ja dann schon, naja, wenn nicht alle Gäste, die an Bord sind, zu der Lesung gehen. Das heißt, wir wollen einen kleinen, intimeren Rahmen haben, dann finden wir das hier statt. Ja, wir haben von den Sternen gerade schon gesprochen. Die Europa hat 5 Sterne plus mit der Schwester Europa 2 zusammen. Die Europa 2 hat ein paar Punkte mehr bekommen, dadurch nennen wir